Schönen guten Abend zur Veranstaltung des Stammtisch München zum Thema Langzeitnahrung. Heute mit sehr viel zum Ausprobieren, zum selber einschätzen. Kurz zu meiner Person. Ich heiße Matthias Ebert, bin 52 Jahre alt und ich habe mir das vorgestellt, dass ich zum einen erstmal so verschiedene Verfahren ganz kurz anreise, zum anderen dann auch ein paar Beispiele zeige, wo meiner Meinung nach dieses Verfahren sehr gut gemacht wird. Und dann werden wir das natürlich hier alles kosten. In verschiedenen Gängen gibt es ja ein Mehrgänge-Menü. Und ich denke, jeder wird garantiert satt werden. Um eins vorweg zu sagen, das hier ist keine Verkaufsveranstaltung. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Preise zu nennen oder irgendjemanden zu überreden, etwas zu kaufen oder sonst irgendwas. Alles, was ich hier vorstelle, kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung und darüber erzähle ich. Auf welche Krise bereiten wir uns denn überhaupt vor? Ich möchte euch einfach mal fragen, warum seid ihr eigentlich hier? Was interessiert euch an diesem Thema Langzeitnahrung? Was war der Anschluss, ausschlaggebende Punkt, hierher zu kommen zu dem Thema Langzeitnahrung? Warum seid ihr hierher gekommen? Also ich bin hergekommen, weil ich mich auch schon mit dem Thema so ein bisschen angefreundet habe und weil ich einfach denke, dass das System auch irgendwo so ein bisschen instabil ist, jetzt auch mit diesem Bankencrash und dass ich da einfach gewappnet sein möchte und nicht irgendwo dann vor den geschlossenen Supermärkten stehen. Ich gehe mal davon aus, dass jeder so in diese Richtung ahnt, dass es durchaus möglich ist, dass unser gewohntes Leben, so wie wir bequem hier jeden Tag im Supermarkt einkaufen können und alles zur Verfügung haben, dass es durchaus die Chance gibt, dass das von einem Tag auf den anderen plötzlich nicht mehr da ist. Was die Ursache dafür ist, kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Das kann das Finanzsystem sein, was zusammenkracht, und dann zum Beispiel die Lkw-Fahrer nicht mehr motiviert, weil sie keinen Lohn kriegen, das Zeug zum Supermarkt zu bringen. Das können Naturkatastrophen sein. Egal, ob das jetzt einfach irgendwelche wilden Wetterkapriolen sind, okay. Es gibt aber auch Spekulationen darüber, dass das außerirdische Einflüsse sind, die irgendwelche Planeten in unserem Sonnensystem durcheinander bringen oder was auch immer. Es gibt die unterschiedlichsten Spekulationen darüber und jeder hat natürlich seine wissenschaftliche Begründung, warum das so sein könnte. Ich will mich gar nicht darauf einlassen. Das ist jedem seine Privatangelegenheit, warum er sich darauf vorbereitet. Aber einig sind wir uns, glaube ich, schon darüber, dass es eine verdammte Abhängigkeit gibt von dem gesamten System, was jeden Einzelnen betrifft. Und das hängt auch mit der Nahrung zusammen. Und jedes Stück, was wir uns als autarke Vorsorge zulegen, ist auch ein Stück Freiheitsaktivität und damit auch ein Stück Unabhängigkeit. Was ist denn das Wichtigste für die Krisenvorsorge? Das Allerwichtigste. Wasser. Ich möchte noch einen Schritt vorher machen. Was ist das Allerwichtigste? Die persönliche Gesundheit. Dass man sich selber so fit macht, dass man gesund ist und auch eine Krisensituation leichter erträgt, als jemand, der gerade so am Rand des Überlebens dahin vegetiert und dann genügt eine Kleinigkeit und dann ist er umgekippt. Die eigene Gesundheit. Das ist die Basis für alles andere. Dass man sich Reserven zulegt, um auch mal eine Zeit ohne Essen zu überleben. Dass man die mentale Stärke hat, auf Krisen nicht sofort panisch zu reagieren. Und dass man eben auch weiß, man kann bestimmte Dinge, man hat Sachen vorher geübt und im Krisenfall kann man die dann auch benutzen. Gesundheit kann zum Beispiel so aussehen, von einer russischen Ärztin gibt es ein Buch, das heißt, wir fressen uns zu Tode. Es ist erstaunlich, wie man durch 4 Grundaktivitäten, natürlich die Ernährung, auch die Bewegung, aber auch die Atmung und auch die Abhärtung,
diese vier Elemente, wie man sich selber unglaublich gesünder machen kann. Und der Nebeneffekt dabei ist auch, dass man mit weniger Nahrung kräftiger und leistungsfähiger wird. Das nächstwichtigste nach der Gesundheit wurde schon genannt, Wasser. Nun könnte man natürlich jetzt auf die Idee kommen, sich riesige Wasservorräte zuzulegen. Auch das habe ich schon im Internet gelesen, dass da Leute sich eine goldene Nase daran verdienen, massenhaft solche Wasserkanister zu verkaufen. Und reden den Leuten ein, ihr müsst euch zu Hause massenhaft Wasser hinlegen und am besten noch eine Unze Silber rein, damit die Bakterien damit die Bakterien absterben im Wasser. Und dann könnt ihr das jahrelang aufheben und ihr habt vorgesorgt. Ich sehe es ein bisschen anders. Wasser ist ein Bestandteil der Natur, das gibt es überall normalerweise in unseren Breiten. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, sich jederzeit Wasser aufzubereiten, das mir für meine Gesundheit auch entsprechend zuträglich ist, dann habe ich immer Wasser. Und solche Möglichkeiten gibt es. Das ist ein Keramikfilter, wo das Wasser durchgepresst wird. Und man kann den Schnorchel dann im Prinzip in jede Pfütze reinlegen und kann dann praktisch vor Ort einfach mit dieser Pumpe sich das Wasser hier aufbereiten und hat innerhalb von ein paar Minuten hier das Wasser gefiltert. Theo, teste das mal. Ganz genau. Werden zu 99% rausgefiltert. Schmeckt ein bisschen neutral, so ein bisschen vielleicht metallisch oder so. Genau. Und wenn man jetzt Bedenken hat, dass das Wasser noch irgendwie durch Keime oder im Prinzip durch Keime verunreinigt ist. Auch dafür gibt es eine tolle Lösung. Man macht dieses Wasser, das kann ja auch im Prinzip Schmelzwasser vom Schnee sein, im Prinzip mit UV-Licht steril. Also es schaltet sich automatisch aus nach 45 oder 90 Sekunden, je nachdem, wie viel Wasser man oben drin hat. Das wird schon. Es ist in der Regel so, dass du mit einem Silber-Ionen-Pulver arbeitest, bis zu 6 Monate das Wasser haltbar machen kannst. Also bis zu 6 Monate. Das reicht in der Regel aus. Kommen wir zur Nahrung. Hier sind einfach mal alle Konservierungsmethoden gegenübergestellt, angefangen vom Einfrieren, über Dörren, Einlegen, Milchsauer einlegen, Einkochen, Kandieren und Räuchern. Das sind eigentlich die traditionellen Methoden, die einfach mal hier gegenübergestellt sind und ganz kurz in einer Übersicht zusammengefasst sind. Bei diesen verschiedenen Methoden der Konservierung ist eine, nämlich eigentlich die älteste, für unsere Zwecke, für die Krisenvorsorge, aus meiner Sicht besonders interessant, das ist das Dörren. Also das Entfernen von Wasser aus möglichst gesunder Nahrung. Das ist seit Jahrtausenden bekannt, haben die Menschen schon ewig gemacht. Es ist eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten in unserer modernen Welt. Völlig zu Unrecht. Denn man kann zum einen im Prinzip durch reine Lufttrocknung, diese Birnenscheiben habe ich vorgestern gekauft, habe ich 8 Kilo Birnen gekauft, habe die in kleine Scheiben geschnitten, 5 mm dick, einfach so mit der Raspel, zack, zack, und habe die dann gegört. Die gibt es dann als Nachtisch, gibt es dann als gemacht. Die habe ich allerdings nicht in die Sonne gelegt, es war gerade wenig Sonne, sondern ich habe dafür mir hier ein Dörrgerät benutzt, was so mehrere solche Einschübe hat. Und man erhält wirklich eine sehr gut haltbare Langzeitnahrung und kann das aus jeglicher Sache selber machen. Eine Besonderheit für die Vorbereitung auf Krisenzeiten ist
dass es ja in der Natur auch schon Sachen gibt, die auf die längere Zeit haltbar sind. Was ist das? Nüsse und Samen. Die sind schon darauf ausgelegt, lange Zeit von sich aus zu halten. Getreide, eine hervorragende Langzeitnahrung. Und wir werden als ersten Gang dann auch frisch gekeimtes Getreide hier testen. Das habe ich vor 2 Tagen hier reingeschüttet, habe das über ein Keimgerät entsprechend ständig mit frischem Wasser benebelt. Das Gerät macht das für mich, da muss ich nicht immer mit der Puste da hingehen und das machen. Das durch die Keimung wird werden die Getreidekörner oder eben auch die Samen zu einer viel höherwertigen Nahrung mit Vitaminen, mit Spurenelementen und so weiter, die erst durch die Keimung richtig verdaubar werden. Eine hochinteressante Langzeitnahrung, die man sich selber praktisch auch erzeugen kann. Und, das habe ich jetzt heute nicht mitgebracht, man kann natürlich diese Keime auch wieder trocknen. Und dadurch werden diese höherwertigen Nährstoffe auch wieder konserviert. Und diese getrockneten Keime dann in einer Getreidemühle mit Wasser aufbereitet, ergibt auch wieder eine sehr hochwertige Nahrung, die man sich selber erzeugen kann. Das gemahlene Korn selber ist natürlich auch nahrhaft, aber das gekeimte Korn ist noch viel nahrhafter als das reine Getreidekorn. Und darum geht es.